So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Der DAX macht es uns vor den Weihnachtsfeiertagen absolut nicht einfach. Ja. Heute schauen wir den DAX und den Eurostoxx etwas genauer an. Also heute, ich habe hier jetzt mal alle EMAs rausgenommen, auch den Rainbow. Hat eben mit einem Gap eröffnet, startete bei rund 10.600 Punkten, konnte kurz bis auf den eingezeichneten Widerstand, das sieht man nachher, sind ein paar EMAs, ansteigen und dann wieder innerhalb von einer halben Stunde wieder 100 Punkte musste er abgeben. Und aktuell stehen wir bei 10.544 Punkten. Das Chartbild, ja, beziehungsweise was hier ersichtlich ist, ist eben hier noch ein offenes Gap, ein kurzfristiges. Und natürlich noch weiter unten, welches am 15.12. entstanden ist. Das sind etwa 100 Punkte hier. War es eben auch noch etwas größer, aber es konnte eben gestern leicht die Kurslücke leicht geschlossen werden, aber eben noch nicht komplett. Deswegen hier, dieser Kursbereich könnte eben noch magisch angezogen werden und dann eine leichte Erholung noch vielleicht vor Weihnachten eintreten. Aber eindeutig ist es natürlich nicht. Schauen wir mal hier den Tageschart an. Hier schloss er eben am 17.12. direkt an der Oberkante des Rainbows und seitdem notiert er in bzw. unter dem Rainbow. Also hier ist auch definitiv kein bullisches Signal am Laufen. Hier müsste der Index eben wieder über 10.700 Punkte ansteigen. Dann wäre das hier im Tageschart dann bullisch. Dann könnte eben auch die Wolkenoberkante ist dann überwunden und eben auch der Rainbow. Also leicht bullisch, sonst muss man noch die unteren Strukturen anschauen, aber hier wäre es dann definitiv dann kein Short mehr. Im Stundenchart, wo der Rainbow eingezeichnet ist, sieht man halt auch noch die gestern erwähnte dominierende Abwärtstrendlinie und aktuell stehen wir natürlich darunter und hier sieht man eben, wie den Widerstand eben angelaufen ist heute Morgen und daran bärisch abgeprallt ist. Eine wirkliche Unterstützung gibt es eben hier eben bei 10.476, da liegt eben auch noch das Gap, also zwischen 80 und 70 Punkten wäre ein Anlaufziel, aber ob man da jetzt komplett antizyklisch long gehen sollte, ja, muss man sehen. Also besser wäre natürlich eine kleine Umkehrkerze abwarten in den unteren Zeitebenen und dann könnte man hier einen Long-Versuch starten. Aber da eben die Chartbilder von den einzelnen DAX-Werten für mich komplett grottenschlecht jetzt dann aussehen eigentlich, also nichts, kein Wert sieht für mich aus, dass er anziehen könnte, ja, weiß nicht, ob ich da jetzt dann auch selber long gehen werde. Auf Xetra, im Wochenchart, gibt es eben noch eine wichtige Unterstützung, die an der Wolkenunterkante eben liegt, bei 10.382 Punkten. Kommen wir eben zum Eurostoxx. Das ist jetzt hier der Tageschart. Da sieht man eben auch, dass hier die Rainbow-Oberkante wurde nicht angelaufen an dem Tag, am 17.12. ist dann eben am EMA 38 bärisch abgeprallt und steht jetzt auch im Tageschart unter dem Rainbow und sogar unter der Wolkenunterkante. Also eben auch hier definitiv nichts Bullisches aktuell. Bei 3.140 Punkten klafft eben noch auch eine
Kurslücke und gar nicht weit, gar nicht arg tiefer ist eben noch eine größere Kurslücke, die aber eben vom Oktober resultiert. Also hier dürfte es eben auch womöglich noch zum Anlaufen kommen, da eben alles eben nicht bullisch aussieht. Das sind jetzt hier meine Vortec, hilft vielleicht nicht wirklich weiter, da aber ein aktuelles Setup. Für mich sind eben auch, weil es saisonal eben eher bis Weihnachten eben hochgeht, ist eben auch wirklich schwierig, jetzt hier was zu finden. Und da eben die Einzelchartbilder ja wirklich nichts hergeben, kann es eben sein, dass es eben nicht mehr eine Weihnachtsrallye erstmal gibt. Ja. Und der DAX hat sich ja doch vom Dow Jones abgekoppelt in dieser Woche und man muss es beobachten. Ich werde auf jeden Fall noch ein Setup heute oder morgen auch im DAX vorstellen und ich hoffe, dass es dann dieses Mal aufgeht. Danke fürs Zuhören und wie gesagt, ich melde mich später wieder. Danke.